Hallo, Kollege. Hallo. Hi. Na? Ich hab uns etwas mitgebracht. Brief. Aha. Ein Brief? Der ist doch nicht etwa... Und ob zweiter. Von der Universität Ruxton. Nein. Ha? Das ist ja ein Ding. Soll das etwa heißen, dass wir doch noch Antwort bekommen haben? Zeig her. Das gibt's ja nicht. Und, Peter, nun lies mal vor. Moment. Am Anfang steht eine Entschuldigung, dass unsere Bestätigung wegen eines Computerfehlers so spät kommt. Schön. Und dann... Hier, die erste Zusage geht an Justus. Ja, so ist es. Ich darf für 2 Wochen einen Kurs im Fachbereich Psychologie besuchen. Ah. Nichts für mich. Das ist für dich, Bob, hier. Oh, super. Ich habe dir gewünscht, wirst du am Journalistikkurs teilnehmen mit dem Schwerpunkt... Investigative Recherche. Ja, das ist gut für meine Aufgabe als Rechercheur bei den 3 Fragezeichen. Super. Ja. Und das ist meine Zusage. Ja. Ich bin angenommen für Sport... Was ist denn jetzt los? Hm? Da steht nicht Sportwissenschaft. Sondern? Was? Kreative Dichtkunst mit Schwerpunkt experimentelle Lyrik. Was? Da kann mir mal einer von euch sagen, was das heißen soll? Gib mal her. Hier. Lyrik? Das ist ja... Also, das ist mir vorhin gar nicht aufgefallen. Was gibt's denn da zu lachen? Experimentelles Gedichte schreiben, das klingt ja grauenhaft. Entschuldige, Zweiter, aber ich habe gerade versucht, mir vorzustellen, wie du Gedichte verfasst. Wahrscheinlich von einer Horde Mädchen umgeben, die... Ich finde das überhaupt nicht lustig, Justus. Jetzt reg dich nicht auf, das ist bestimmt ein Fehler. Ja. Hier, ruf doch mal an in Ruxton. Hier, guck mal, hier steht eine Kontaktnummer, da rufst du jetzt an. Ja, und ob ich das tun werde, jetzt gleich. Wo steht die Nummer? Da. Ja, okay. Und schalt den Verstärker ein, damit wir ja mithören können. So. Lyrik. Hm? 7, 9, 6. Universität Ruxton, Verwaltung. Schönen guten Tag. Sie sprechen mit Jeremy Bright. Was kann ich für Sie tun? Mein Name ist Peter Shaw. Ich wohne in Rocky Beach und bin für die Spezialkurse angenommen worden. Herzlichen Glückwunsch. Ja, danke. Aber es gibt da ein Problem. Es ist der falsche Kurs. Was meinst du damit? In dem Brief ist ein völlig falscher Kurs angegeben. Das kann nicht sein. Wir haben nur Zusagen für die Kurse erteilt, die speziell gewünscht worden sind. Das ist ja der Sinn der Sache. Ja, es ist aber der falsche Kurs und deshalb... Immer mit der Ruhe. Wie war dein Name? Shaw? Shaw. Peter Shaw. Shaw. Hier. Ja, ich hab dich gefunden. Aha. Und du bist im richtigen Kurs. Kreative Dichtkunst mit Schwerpunkt experimentelle Lyrik. Oh, interessant. Du bist der einzige männliche Teilnehmer. Nein, eben. Und das ist nicht der Kurs, den ich gewählt habe. Ich habe mich für Sportwissenschaften beworben. Oh. Dann, ja. Liegt hier wohl ein Computerfehler vor. Warte ja kurz. Ja, und? Oh. Puh, tut mir leid. Die Sportwissenschaften sind restlos ausgebucht. Hm? Mach dir also keine allzu großen Hoffnungen, dass es mir gelingt zu tauschen. Ja, aber... Nur reise erstmal an. Vielleicht wird dir das Gedichteschreiben ja auch Spaß bringen. Da kannst du völlig neue Seiten an dir entdecken. Aber... Nochmal, es tut mir leid und ich werde mein Bestes versuchen. Doch ich fürchte, du wirst am Lyrikkurs teilnehmen müssen. Die beiden Veranstaltungen haben eine ähnliche Kursnummer. Da hat sich wohl jemand bei der Datenerfassung vertippt. Okay. Vielen Dank. Tja. Peter Shaw, ja, das ist wahr. Inmitten einer Mädchenschar. Er offenbart Gefühl und Herz, gibt sich ganz hin dem Liebesschmerz. Sehr witzig. Echt witzig, Justus. Ein wenig Mitleid wäre angebracht, wie das unter Freunden so üblich ist. Ja, jetzt komm mal her, das ist doch nicht so schlimm. Ach, mein Freund, wie sehr ich dich bedauere. Doch, wenn ich lache, werd bloß nicht sauer. Also, ihr seid unmöglich.
die festgefroren. Jetzt zischen sie davon, aber... Aber das gibt's doch nicht. Entschuldigen Sie, Sie sind doch Mr. Garvein, der Hausmeister. Ja, wer bin ich? Was gibt's denn, Junge? Sagen Sie, haben Sie das eben auch gesehen? Was denn? Die Vögel. Eben stand ein ganzer Schwarm in der Luft. Das sah... Also, es sah verrückt aus. Vögel? Nein. Mann, ich habe nur auf die Frösche geachtet. Frösche? Hier, im Glaskasten. Eigentlich wohnen die Kerlchen bei mir im Wohnzimmer. Aber ich reinige gerade die Terrarien und den Amphibien tut die Wärme der Sonne gut. Gelbe Frösche. Hm? Das sind Pfeilgiftfrösche, nicht wahr? Gut erkannt, mein Junge. Studierst du Biologie? Das nicht, aber ich lese viel. Sagen Sie, sind diese Tiere nicht giftig? Na und ob. Der Phyllobates terribilis, gemeinhin als der schreckliche Pfeilgiftfrosch bekannt, ist eines der giftigsten Tiere überhaupt. Ja. Die Choco-Indianer aus Kolumbien haben mit ihrem Hautgift Pfeile zu tödlichen Waffen gemacht. Wie können Sie so giftige Tiere halten? Das ist doch... Na, nur keine Angst. In Gefangenschaft verlieren die Tiere nach und nach ihr Gift. Und die Nachkommen besitzen erst gar keines mehr. Und Ihre Tiere sind solche Nachkommen? Wer weiß? Aha. Sagen Sie, haben Sie auf dem Campus schon mal Vögel beobachtet, die sich nicht artgerecht verhalten haben? Nein, nicht, dass ich wüsste. Ich arbeite hier seit fast 20 Jahren und ich kenne jeden Winkel von Ruxton. Und bestimmt auch jede Taube, die hier Dreck macht. Vermutlich hat dir das Sonnenlicht einen Streich gespielt. Ja, das kann sein. Ja. Ja, ich muss jetzt auch los. Mein Kurs beginnt gleich. Na, dann lass dich nicht aufhalten, mein Junge. Wiedersehen. Wiedersehen. Als Peter den Seminarraum betrat, wurde ihm schummrig. Das Zimmer war mit etwa 50 Studentinnen gefüllt. Der zweite Detektiv setzte sich auf den einzigen freien Platz. Das Mädchen neben ihm sah nett und sportlich aus. Allerdings trug sie ein aufdringliches Parfum. Hi, Entschuldigung. Hi, ich bin Samantha Chirona. Klingt bescheuert, finde ich auch. Gib meinen Eltern die Schuld. Finde ich nicht bescheuert. Wie geschaffen für einen Lyrikkurs, in dem man Gedichte schreiben muss. Ich bin übrigens Peter Shaw. Bist du auch als Gaststudent hier, Peter? Ja. Ich gehe ja noch zur Highschool. Muffin? Oh, da kommt unsere Dozentin. Einen fröhlichen guten Morgen. Ich bin A.C. Berani. Ihr dürft mich A.C. nennen. Doch ehe ich groß etwas erzähle, wollen wir gemeinsam austesten, was in euch steckt. Darum starten wir mit einer kreativen Aufgabe. Schreibt auf, was euch in den Sinn kommt. Ein Gedicht zum Thema Der Morgen. Nun auf, schreibt eure ersten Gefühle auf. Die Zeit ist um. Du, Peter Shaw, darfst zuerst dein Gedicht mit uns teilen. Sie kennen meinen Namen? Kunststück. Du bist der einzige männliche Teilnehmer. Richtig, ja. Mein Gedicht heißt Morgengymnastik. Ich bin nicht ganz so weit gekommen, eigentlich nur zwei Zeilen. Nur Mut. Aha. Ich steh auf, verrenk mich. Erst dann bin ich dran denklich. Also das letzte Wort, das soll bedeuten, dass
Nein, nein, sag nichts. Wundervoll. Echt? Ja. Mhm. Wie du ein neues Wort erschaffen hast, um deinen Gefühlen Ausdruck zu verleihen, ist im höchsten Maß interessant. Du bist dran denklich. Weiter so, Peter. Wer will als Nächste? Bitte du in dem blauen Seidenkleid. Danke. Ich bin Corvi Calliopes. Sonnenlicht bricht herein. Und du fühlst die Erhabenheit des Königlichen. Nur wenige sind berufen, wenn die Zeit den Horizont verlässt. Du wirst die Wahrheit erfahren, wenn der teumessische Fuchs heult. Journalistikkurs war für Bob wie im Flug vergangen. Als Mr. Rolstad, der Kursleiter, sich von den Studenten verabschiedet hatte, wollte Bob jedoch noch etwas von ihm wissen. Ach, Mr. Rolstad? Ja? Sagen Sie, Sie haben hier in Ruxton studiert, oder? Ja, so ist es. Aber das ist bereits länger her, als mir lieb ist. Aber was soll's? Noch gehöre ich nicht zum alten Eisen. Ja, das ist ein toller Kurs, Sir. Ah, ja, freut mich. Du bist der Gaststudent aus Rocky Beach, richtig? Stimmt, ja. Ich heiße Bob Andrews. Bob Andrews. Was ist mit Ihnen, Sir? Sie scheinen ein bisschen verwundert zu sein. Och, du beobachtest wohl ganz genau, was, Junge? Ja. Das ist einer der Grundsätze des guten Journalisten. Außerdem übe ich mich schon seit Jahren darin. Darf ich Ihnen unsere Karte geben? Aha, danke. Bitte. Ja. Die drei Detektive, wir übernehmen jeden Fall 3 Fragezeichen. Erster Detektiv Justus Jonas, zweiter Detektiv Peter Shaw, Recherchen und Archiv Bob Andrews. Ah ja, ah. Ja, das sehr interessant. Sie haben davor in dem Kurs erwähnt, dass man oft nachhaken muss, bis man die wichtigen Auskünfte erhält. Darum frage ich Sie nochmal, warum haben Sie so merkwürdig reagiert, nachdem ich Ihnen meinen Namen genannt habe? Wie jetzt? Wie habe ich denn reagiert? Also, mir kam es so vor, als ob Sie ein bisschen seltsam reagiert haben. Ja, schon gut. Du hast ja recht. Du ähnelst deinem Vater sehr. Meinem Vater? Ja, Bill Andrews ist doch dein Vater, oder? Ja, Sie kennen ihn? Mhm. Ich habe ihn hier in Ruxton unterrichtet. Er war ein guter Student. Vielleicht mein bester bis... Ja? Bis was? Ah, vergiss es. Er ging irgendwann woanders hin. Ich kann mich an die genauen Umstände aber nicht mehr erinnern. Ja. Ja, also, ich muss jetzt gehen. Wiedersehen. Komisch. Bob überquerte eine kleine Rasenfläche und ging an einem großen Gebäude entlang, als er plötzlich etwas hörte. Was war das denn? Hey du! Entschuldigung! Was? Entschuldigung, Warte, ich nehme die Kopfhörer ab. Was ist los? Hast du das gerade gehört? Das klang wie ein Tier oder eher wie ein Monster. Nein, ich drehe beim Joggen immer die Musik voll auf. Was hast du denn gehört? Ja, keine Ahnung. Ich glaube, das kam aus dem Haus da. Sieht so aus, als ob es leer steht. Naja, ich muss weiter. Ja, okay. Ist ja unheimlich. Thank you.
Wir wollen um Aufnahme in Alpha Lambda Chi bitten. Genau. Wir haben nur das Beste von dieser Verbindung gehört und deshalb haben wir... Das liegt daran, dass wir die Besten sind. Aber man kann hier nicht einfach Mitglied werden wie in einem Schachclub. Wer seid ihr überhaupt? Wir gehören zu... Wir suchen nach dem Ungewöhnlichen. Schon, dass diese gemischte Verbindung nicht ausschließlich männliche oder weibliche Mitglieder hat, macht sie zu etwas Außergewöhnlichem. Mhm. Alpha Lambda Chi ist unabhängig, nicht Teil eines größeren Verbands. Üblicherweise ist es ja also so... Also schön, war's das? Nein. Können wir uns denn nicht wenigstens bei Mr. Egglesforth bewerben? Ist er heute hier? Ihr müsst schon mit mir vorlieb nehmen. Ich bin Gamma. Gamma... Gamma muss reichen. Ich bin derjenige, der entscheidet, ob du die Prüfungen durchlaufen darfst, die dich zu einem Probemitglied auf Zeit machen. Ja, aber wir haben uns zu dritt beworben. Und ihr beide seid durchgefallen. Was? Durchgefallen? Wir haben doch noch gar nichts... Es gab gar keine Prüfung. Alpha Lambda Chi nimmt euch nicht auf. Und jetzt geht. Euer Freund hier hat eine Chance, auch wenn er sich bald das Gegenteil wünschen wird. Ja, na los. Verschwindet. Ja, ja, ja. Kollegen, wir sehen uns später. Okay, verstanden. Komm, Bob. Und nun zu dir. Ja? Kennst du das Motto unserer Aufnahmeprüfung? Nein. Alpha Lambda Chi, ich rate dir, nun flieh. Noch kannst du gehen. Ich fürchte mich nicht. Gut. Dann komm. Das ist dein Gegner. Eine Fechterin kam auf die beiden zu. Sie trug einen Helm mit einem engmaschigen Netz vor dem Gesicht. In der Hand hielt sie einen langen Degen. Na los, gib deine Waffe auf, Prüfling. Meine Waffe? Wo denn? Der Degen dort. Aber ich kann doch nicht fechten, ich bin... Wird's bald? Ich... Schön. Mein T-Shirt ist aufgeschlitzt.